Dienstagabend und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu News Aktuell, Ihre Nachrichtensendung für Ingolstadt und die Region. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und das sind unsere Top-Themen für heute. Einmal die Hand eines Kaminkehrers schütteln soll ja Glück bringen. Und dieses Glück möchte die Innung gern teilen. Unter dem Motto Schwarz bringt Glück haben heute ein paar Kaminkehrer im Ingolstädter Tierheim vorbeigeschaut, um den dunklen Fellnasen bei der Vermittlung zu helfen. Manuela Müller und Lena Prinz waren für uns vor Ort. Am Wochenende war ein 11-jähriger Junge in Ballengries mit seinem Fahrrad unterwegs, als er auf dem Bürgersteig gegen einen 65-jährigen Mann prallte. Dieser zog sich dabei ein Schädel-Hirntrauma zu und musste schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen werden. Der junge Radlfahrer erlitt bei dem Aufprall Schürfwunden und Prellungen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. In 2,5 Wochen wird in ganz Europa gewählt. Natürlich touren nicht erst seit Kurzem die zur Wahl stehenden Abgeordneten durch die Lande. So auch Angelika Niebler, die vergangenen Freitagabend im Rahmen ihres Wahlkampfes nach Wettstetten kam. Zum einen, um für sich selbst, aber auch zum anderen, um für Europa zu werben. Elena Richards und Andreas Eickham berichten. Wer seine Mitmenschen genau beobachtet und beschreibt, macht sich damit nicht nur beliebt. Das hat auch der Schriftsteller Josef Maria Lutz erlebt nach der Veröffentlichung seines Stücks Der Zwischenfall. Auch wenn er die darin beschriebene Kleinstadt 1927 anders nannte, haben sich viele ehrwürdige Bürger von Pfaffenhofen damals in dem Text wiedererkannt und waren empört. Trotzdem hat die Stadt später eine Schule nach ihm benannt und lädt seit 2014 Literaturschaffende in ihren Flaschelturm, wo sie während eines Stipendiums in Ruhe schreiben können. Dafür hat sich auch in diesem Jahr Philipp Cyprian qualifiziert. Volksfestzeit ist doch die schönste Zeit im Jahr. Das Pfingstwochenende liegt hinter uns und die Schausteller blicken auf einen gelungenen Auftakt in Ingolstadt zurück. Unsere Volksfestreporterin Manuela Müller und Lena Prinz waren für uns beim Anstich natürlich mit dabei. Und damit kommen wir zur guten Nachricht des Tages. Am vergangenen Wochenende hat sich der Blumenberg über Eichstätt wieder zu einer Open-Air-Kulisse verwandelt. Beim Open-Air am Berg waren an Pfingsten insgesamt gut 4.300 Besucher vor Ort. Trotz des eher durchwachsenen Wetters verkauften die Veranstalter 2.800 Wochenendtickets und knapp 380 Tagestickets. Durch die zuvor ausgewählten Bands zog das Festival am sogenannten Elefantenbuckel heuer vor allem junge Menschen an. Damit geben wir jetzt in eine ganz kurze Unterbrechung ab und danach geht es bei uns mit den aktuellen Wetteraussichten und Veranstaltungen für die kommende Woche weiter. Dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Bis gleich, ich freue mich auf Sie. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu News Aktuell und damit kommen wir auch schon zum Wetter. Der heutige Tag beginnt mit leicht bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen um die 15 Grad Celsius. Die Abendstunden haben weiterhin wechselhaftes Wetter mit sich gebracht, wobei die Temperaturen allmählich auf etwa 12 Grad gesunken sind. Also vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht, wenn Sie die kommenden Tage wieder mal unterwegs sind. Das Wetter jetzt mit unseren Experten. Nach News Aktuell geht es mit unserem Programm von TV Ingolstadt spannend weiter. Unter anderem mit einer neuen Folge aus dem Studio Altmühl. Die neue Folge jetzt kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Und auch mit Nachgefragt geht es nach den News weiter. Hier schon mal ein kleiner Einblick, auf was Sie sich diese Folge alles freuen können. Auch heute haben wir spannende Tipps für Sie, wie Sie Ihre Freizeit in Ingolstadt gestalten können. Die Stadt hat in den kommenden Tagen einiges zu bieten und wir haben für Sie die Highlights zusammengestellt. Von kulturellen Events über kulinarische Genüsse bis hin zu sportlichen Aktivitäten. In Ingolstadt ist für jeden etwas mit dabei. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's auch schon wieder mit News Aktuell für heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Falls Sie einen Teil der Sendung verpasst haben, dann ist das gar kein Problem, denn Sie können jederzeit auf unsere Mediathek zurückgreifen und sich dort nochmal alles in Ruhe anschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.